Bei uns scheitert es eigentlich nie beim Blasen. Never. Das wird immer kranker. Bei mir ist das auch ein bisschen so. Viele Frauen sehen mich auch als Sexobjekt. Ja, es ist wirklich schlimm. Das ist wirklich traurig. Du bist auch ein hübscher Mann. Danke. Wir sind enttäuscht und wir sind auch extrem wütend. Gleich geilen Orgasmus. Oder wie der erste Orgasmus. Ey. Das ist einfach. Jetzt hat er schon abgespritzt. Nur noch geil. Ey. Dann wünsche ich ein Bom Appetit. Wie sagt das in Brasilien so? Was für ein Appetit? Oh, jebiga. Auf einen schönen Abend. Und auf tiefgründige Gespräche mit dir. Wenn ihr mich eigentlich verarschen? Ich würde mal sagen, ziehen wir uns aus. Und wir haben Fun, oder? Du machst mich fertig. Für jeden ist etwas anderes richtig oder passt. Und ich finde, wir sollten auch dankbar sein für die Momente, die wir haben. Weil es gibt immer eine Person, die schlimmer dran ist als mir. Ich denke schon, dass Mia viel Tiefe hat und dass sie sehr eine interessante Frau ist. Das ist natürlich ein völliger Schmarrn. Wieder mal auf einem Boot und alle Mädels sollen mit Alan Spaß haben. Nur der einzige Haken daran ist, dass Mandy dabei ist. Sie kann gerade wieder gehen. Wir können sie gerade übers Board werfen. Geht übers Board werfen. Nein. Aber du musst verstehen, weißt, ich bin auch unter Druck. Ich muss jungen Frauen Aufmerksamkeit schenken. What he says? Ich muss jungen Frauen Aufmerksamkeit schenken. Du bist so blöd. I'm so excited and I just can't hide it. Das Date von Veronika und Alan hat alles, was das Cringe-Herz begehrt. Was gibt's schöner? Schöne Wein, schöne Stadt. Schöne was? Schöne Frau. Du kommst dann näher. Wie näher? Wie näher, so näher wie du willst. Ah, okay. So näher wie du willst. So? Mhm. Mhm. Und dann? No need to imagine. Füttere dich gern. So füttert man doch keine Frau mit Oliven. So macht man das. Ich bin kein Spielbrett oder irgendetwas. Ich bin eine Frau, die viele Werte hat. Aufhört! Ich bin sehr hochprozentig. Ich lebe mich tot! Sagen Ladies, der Bachelor hat auf jeden Fall einen guten Geschmack. Aber die Mandy hat am Kopf gesückelt. Du hast leider nicht gesückelt. Gesückelt. Ihr seid nicht zum Saugen gekommen, sozusagen. Ja, ich genau. Sowieso nicht. Also sie hat okay. Doch immer am besten blasen, immer am besten saugen. Back on these little Chinese nuts! Ich kotze. Ich gehe mal in die Villa jetzt vorbei. Ich werde. Habt ihr es gesehen? Was ist das? Ein Hemd-enger-Macht-Dings? Skandal! Mein Papa hat immer gesagt, Angie, der richtige Mann, der dich wirklich liebt, der nimmt dich so, wie er ist. Das ist für mich unverständlich. Die letzte Rose geht an die Veronika! Okay, girl. Okay. Ich mag das, ja? Geil! Dann übernehme ich das. Okay. Okay, geil, aber irgendwie auch nicht geil. Ich freue mich extrem auf die Dream Dates mit diesen vier Frauen. Die Luft wird jetzt eng. Ich muss mich bald entscheiden. Die Luft wird jetzt eng. Ich bin eine erwachsene Frau, ich habe Stil. Ich habe Stil. Ich habe dich schon lange ausblendet, Fabienne. Ich blende dich jetzt dann aus. Ah, ja? ihr könnt einfach langsam bremsen, es ist gut, gell? What the fuck? Okay, ich bin, glaube ich, im falschen Film da. Nein. Mm-mm. Hey, es ist gut. Mm-mm.
Warte, jetzt bin ich Scheiß. Warte, Fabian. Nein, warte, das stimmt überhaupt nicht. Was redest du für einen Scheiß? Was schnurrst du für einen Scheiß? Was schnurrst du für Scheiße, Mann? Was aus deiner hässlichen Fresse rauskommt? Excuse moi. Rasche Glück. Ja, mega schön hast du das gemacht. Ja. Extra für mich. Natürlich, für wer sonst? Danke. Der Alan ist ein sehr tiefgründiger Mensch. Nein, wirklich, er ist voll tiefgründig. Aber so denke ich noch für viele andere Sachen an. So denke ich noch für viele andere Sachen an. Irgendwie habe ich das Gefühl, du willst eine Massage. Geht gar nicht. Die Einzige, die Alans Charme widerstehen kann, ist Xenia. Ihre Körpersprache sagt alles. Und ich würde dir meine Selbstbewusstheit zeigen. Meine Selbstbewusstheit zeigen und dir zeigt, dass du mir wirklich etwas bedeutest. In anderen Worten... Bla, 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 bla. Francesca hebt sich Alan für das letzte Dreamdate auf. Was hast du denn so für... Sexüberraschungen? What? Sexüberraschungen? Bro, what are you talking about, man? Ja, vielleicht so eine sexy Überraschung, wo ich mal im Zimmer auf dich warte. Mhm. Vielleicht in High Heels. Ich glaube schon. Was ist das für eine Antwort? Vielleicht in High Heels. Ich glaube schon. Ja, aber das check ich jetzt echt nicht. Ich glaube schon. Ich komme nicht raus. Ich probiere auch gerne mal neue Sachen aus. Und was heisst denn das? Ja, so ein bisschen crazy shit, maybe. Mhm. Ein bisschen etwas Härtes. Ja. Nicht so Blümli-Sex. Ja. Ja? Ich glaube, wir verstehen uns. Do we go now and make a sexy time? Or? Du hast ja gesagt, du hast gerne mal härter. Ja. Das ist nicht immer Blümchen sexy, definitiv. Finde ich auch. Findest du auch? Mhm. Ich finde auch, dass es nicht immer Blümchen-mässig sein muss. Es ist langweilig, weißt du? Das stimmt. Es ist schon schön, ab und zu mal Blümchen und so, aber es ist auch mal schön. Etwas härter und so. Aber hat jetzt Alan harten Alan-Sex mit Francesca gehabt? Vielleicht. 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 Ich kann auch ohne Social Media leben. Ich könnte von heute auf morgen Social Media löschen. Ich kenne mich nicht so aus mit Social Media. Ist das eine oberflächliche Welt? Hat sich für das Finale die wortgewandtesten Berater zur Seite geholt. Ich weiss so gut, wie du in der Haut dich jetzt gerade fühlst. Aber ich sehe, sie ist sehr stark und steht darüber hinweg. Frau kennt eine Frau immer am besten. Sie mit ihrem viel Gefühl wird sicher für mich viel herausfinden. Mit ihrem viel Gefühl. Doch nicht nur Sprichwörter und Redewendungen fallen den zwei schwer. Ja, also ich bin natürlich mega gespannt, was der Alle nachher zu berichten hat. Wie heißt der Bachelor? Der Alle. Was haltest du von Alain? Dass der Alain. Veronika hat sogar nach 9 Wochen immer noch Probleme mit seinem Namen. Nein, noch nicht die richtige Frau für Alain. Ich lache mega gern. Das soll ein Lacher sein? So geht Lachen. Das Lachen ist mitreißend. Das zieht mich wie ein Magnet an. Absolut. Menemes, ist gut. Wir haben schon mal gehört von dir. Bitte leg eine neue Schallplatte drauf. Okay. Liebe Ladies, das ist das Ende von unserem Abenteuer. That's it. Weißt, du kannst nicht ändern. Ich konnte mein Herz endlich wieder öffnen. Das habe ich dir zu verdanken. Ich wäre der glücklichste Mann auf dieser Welt, wenn du die Rose würdest annehmen. Francesca. Ich habe Gänsehaut überall im Körper und ich bin wirklich einfach im 7. Himmel. Never enough, never, never enough, never.
Ich bin überzeugt, dass wir eine schöne, lange Zukunft miteinander haben. Das ist ja klar, ich habe nichts anderes erwartet. Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin ein emotionaler Mann und ich wollte diesen schönen Moment mit euch allen teilen. Ich hoffe, ihr habt es auch so genossen wie ich. Ja. Ja und nein. Francesca. Katastrophe. Veronika. Katastrophe. Fabienne. Katastrophe. Mandy. Ganz Katastrophe. Angie. Katastrophe. Und last but not least, Xenia. Katastrophe. Ich glaube, wenn man mich sieht, hat man so oder so weniger Freude. Ja. Ja, in der Tat. Ich weiß, dass man sich im Fernsehen oder beim Bachelor wirklich die Liebe finden kann. In der Tat, Kolleginnen und Kollegen. Bei Kleifer ist es ein bisschen schief gelaufen, aber ich dachte, ich gebe dem Ganzen eine zweite Chance. Ich höre nur Positives. Dann bullshit me. Ich bereue es, dass ich nicht brüllt habe. Ich schwöre es bis heute, bereue es, dass ich nicht brüllt habe. Verdammt nochmal an dem Ding. Bullshit. Sorry! Und mich umdrehen, anfangen zu brüllen, das kann ich auch. Hut ab, das ist eine grossartige Leistung. Muss ich das anfühlen, so der Hahn im Kopf zu sein? Natürlich fühlt man sich geschmeichelt. Und wenn ich einmal einen Korb bekomme, gehe ich gut mit dem um. Und man kann auch nicht allen gefallen, das ist gar nicht möglich. Alans Antwort zeigt, dass er das Sprichwort in Raffas Frage nicht wirklich kennt. Wie muss ich das anfühlen, so der Hahn im Kopf zu sein? Wenn ich einmal einen Korb bekomme, gehe ich gut mit dem um. Und dann, ja dann ist es mal wieder soweit. Francesca, Alan, seid ihr ein Paar, ja oder nein? Rafa, nach was sieht das aus? Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Das langt nicht. Sehr schön. Lange das? Ja und nein. Definitiv. Alan muss sich jetzt nur noch vor Francescas Vater beweisen. Benvenuto nella famiglia. Was gehört absolut nicht auf eine Pizza? Super! Nach dem turbulenten Kennenlernen vom Vater habe ich gedacht, wir müssen ein bisschen Zweigsamkeiten haben. Was müssen Sie haben? Wir müssen ein bisschen Zweigsamkeiten haben. Es ist nicht richtig, es ist alles nicht korrekt. Wolltest du meine Freundin sein? Wolltest du meine Freundin sein? Das kommt natürlich nicht in Frage.